Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie heute zu einer Premiere begrüßen, zur ersten rein online Talkrunde des Wirtschaftsbeirates Bayern Bezirksgruppe München zum Thema, was bietet der neue Corona-Schutzschirm der LFA Förderbank Bayern und wie kommen die Betriebe an diese Förderkredite. Zu dieser Runde darf ich begrüßen Herrn Florian Albert, den Bereichsleiter Beratung der LFA Förderbank Bayern, sowie Frau Erika Hamel. In diesem Sinne freue ich mich auf eine spannende Diskussion in diesen herausfordernden Zeiten. Normalerweise würde ich jetzt hier auch noch alle anwesenden Honorationen begrüßen. In dem Fall fühlen Sie sich begrüßt auf die Entfernung bei sich am elektronischen Gerät, Bildschirm, iPad. Ich freue mich auf eine gute Diskussion. An der Stelle würde ich gleich mal überleiten zu Herrn Albert und vielleicht einleitend ihn darum bitten, ob er kurz für alle einordnen kann, wie die LFA Förderbank Bayern zu sehen ist im Rahmen der anderen Möglichkeiten der KfW, der direkten Förderungen, zum Beispiel in München durch das Wirtschaftsreferat, die anderen Förderbanken. Also wie an der Stelle die LFA einzuordnen ist. Herr Albert, herzlich willkommen online. Hallo, Herr Hammer, grüß Sie. Ja, die LFA hat ganz klare Aufgabe, die Kreditversorgung des Mittelstands zu sichern, hier einen Beitrag zu leisten in diesen dramatischen Zeiten für viele Unternehmen. In guten Zeiten machen wir das, indem wir Investitionen zum Beispiel für Innovationen oder für Energieeffizienz finanzieren. In schlechten Zeiten, wie zuletzt in der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008, 2009, haben wir den Mittelständlern den Zugang zu frischem Geld, zu Krediten ermöglicht. Um was geht es jetzt? Nun, auf der Zulieferseite gibt es Einbrüche, auf der Nachfrageseite gibt es Einbrüche. Das heißt, Umsätze fehlen. Und wenn Umsätze fehlen, ist das höchste Gebot die Versorgung mit Liquidität. Und hierfür wurden eine Reihe von umfangreichen Möglichkeiten geschaffen durch den Bund, durch den Freistaat. Und die LFA wird hier unterstützen, damit die Hausbanken das Geld, das zur Verfügung gestellt wurde für Kredite, auch an den Mann zu bringen. Wir haben hierfür auch einen Fachansatz vorbereitet. Wenn es Ihnen recht ist, würde ich gerne einen kurzen Überblick geben über die Hilfsmöglichkeiten. Ja. Also, wenn Sie auf die nächste Seite gehen, sehen Sie die Corona-Hilfen, die es gibt im Umfang des Bundes oder auch des Freistaats. Es gibt natürlich zahlreiche Möglichkeiten der Stundung an Steuervorauszahlungen, Sozialabgaben oder auch die Möglichkeit für Kurzarbeit. All das schafft Liquidität. Wir haben als zweiten Punkt den sehr schnellen Weg der Corona-Soforthilfe, auch hier in Gemeinschaft von Bund und Land aufgesetzt. Hier können bis zu 50.000 Euro als Soforthilfe, als nicht zurückzahlbarer Zuschuss an die Unternehmen fließen. Die Beantragung ist sehr einfach bei den Bezirksregierungen bzw. bei der Stadt München. Wir haben dann als drittes und als Ergänzung zu diesen Themen Zuschuss, Kurzarbeit und Stundungen das Förderangebot der KfW auf Bundesebene, das sich unter anderem auch an größere Unternehmen oder an Großunternehmen richtet. Und wir haben eben auf Landesebene, hier vor allem in Bayern, das Förderangebot der LFA Förderbank Bayern. Die LFA hat ihren Schutzschirm dahingehend ausgeweitet, dass wir auch auf bestehende Förderkredite oder für bestehende Förderkredite Angebot machen. Das ist sehr schön und einfach zu machen, einfach indem wir die bestehenden Förderkredite tilgungsfrei setzen. Das heißt, die Tilgungsraten bis Ende des Jahres können in einem einfachen Antrag eben ausgesetzt werden. Ist auf der nächsten Seite der Präsentation zu sehen. Das ist Möglichkeit 1. Als Möglichkeit 2 haben wir das Thema der Risikoübernahmen. Hier übernimmt die LFA bis zu 90% des Kreditrisikos und kann so sowohl bei Hausbankdarlehen wie bei Förderkrediten der Hausbank den Weg zur Zusage deutlich vereinfachen. Wir übernehmen 90% des Kreditrisikos
bei der Hausbank verbleiben nur noch 10% des Kreditrisikos. Und der dritte große Weg, den wir beschreiten, um Liquidität in die Unternehmen zu bringen, ist ein eigener Kredit, der Corona-Schutzschirmkredit, den wir aufgestellt haben und der sich an Unternehmen bis zu 500 Millionen Euro Umsatz richtet, also durchaus auch schon größere Mittelständler, natürlich aber auch an die freien Berufe. Und einzige Voraussetzung ist hier, dass die Unternehmen sich vor Ende des Jahres 2019 nicht in Schwierigkeiten befunden haben. Vorteile des Corona-Schutzschirmkredits sind eigentlich diejenigen, die jetzt genau auf die Krise passen. Das heißt, es geht jetzt vor allem um das Thema Betriebsmittelbedarf. Investitionen wären auch gedeckt, aber in der Regel wird es um den Betriebsmittelbedarf gehen, um den laufenden Betrieb, um die laufenden Kosten des Unternehmens weiter zu decken. Die Darlehenshöhe beginnt schon bei 10.000 Euro, geht bis zu 10 Millionen Euro. Die Zinssätze sind äußerst günstig und sind durchgehend für KMU, also für kleine und mittlere Unternehmen bis zu 250 Mitarbeiter bei 1%, bei den größeren Mittelständlern bei 2%. Wir bieten zudem tilgungsfreie Jahre an, das heißt im ersten oder im zweiten Jahr der Laufzeit fallen keine Tilgungszahlungen an. Und das Ganze wird begleitet durch eine Risikoentlastung der Hausbank, 90%, auch hier unser Anteil am Kreditrisiko. Und wenn das LFA-Risiko unter 500.000 Euro ist, machen wir das Ganze auch noch im beschleunigten Verfahren. Das heißt, die Prüfung des Kreditrisikos läuft alleine bei der Hausbank. Wichtig vielleicht noch und ganz prinzipiell, die Beantragung und Auszahlung des Kredits erfolgt immer bei der Hausbank. Als letzten Tipp in der Folie vielleicht noch der Hinweis, dass wir natürlich auch für individuelle Fragen zu erreichen sind und hier eine Förderberatungshotline zur Verfügung stellen in München, die 21 zu 4 und dann die 1000. Dort haben wir sehr viele Gespräche mit Unternehmen geführt zur persönlichen Situation und bieten natürlich auch individuelle Hilfe an. Vielleicht noch eine Frage, die sich jetzt auch mehr so im Bankenbereich bewegt. Wir bekommen immer wieder mit, dass es durchaus auch im Interbankenhandel Störungen gibt, was dazu führt, dass die Banken untereinander sich gegenseitig nicht mehr so freizügig Geld leihen, was dazu führt, dass die Liquiditätskosten steigen, was 50 bis 100 Basispunkte bedeuten kann, was natürlich eine massive Erhöhung von Finanzierungskosten bedeutet, von einem halben bis einem ganzen Prozentpunkt. Ist das auch Ihre Beobachtung, respektive wie können Unternehmen denn vor diesen hohen Zinssätzen oder diesen höheren Zinssätzen geschützt werden? Ja, also die LFA hat im Rahmen des Corona-Schutzschirms schon die ersten Maßnahmen ergriffen. Wir haben ohne die Bonitätseinstufungen von den Banken zu beachten, bei den Unternehmen jetzt in unseren allen Preisklassen für KMU-Unternehmen einen Zinssatz von 1% und für größere Unternehmen einen Zinssatz von 2% ermöglicht. Und ich denke, für eine reine Betriebsmittelfinanzierung ist das ein durchaus aktuelles, durchaus attraktives Angebot. Gut, jetzt noch eine andere Frage, die uns hier erreicht, vielleicht ein bisschen umformuliere. Sie hatten ja vorher bereits auch erwähnt, dass hier viele kraftvoll oder dass hier viele die Politik viele Entscheidungen getroffen hat. Auch unser Eindruck ist, dass hier viel entschieden worden ist und dass es auch extrem schnell vieles weitergeht. Vielleicht nur so eine interne Einschätzung von Ihrer Seite. Unser Eindruck ist schon, dass hier die Zusammenarbeit jetzt gerade in Zeiten der Krise enorm unbürokratisch und schnell läuft und dass auch die Behörden und die Ministerien hier sehr eng zusammenarbeiten. Täuscht das oder ist das jetzt wirklich ein besonderer Krisenmodus, in dem die Dinge ungewöhnlich oder sehr, sehr gut funktionieren? Also ich kann absolut bestätigen, dass die Zusammenarbeit mit den Ministerien, im Wirtschaftsministerium, im Finanzministerium, mit der Staatskanzlei, mit allen Behörden, mit unserer Bundesförderbank, der KfW, außerordentlich gut läuft und dass ich den Eindruck habe, dass vieles, was sonst nicht möglich gewesen wäre, jetzt möglich gemacht wird. Es ist eine ganz besondere Situation,
alle ziehen an einem Strang, alle sind rund um die Uhr damit beschäftigt, die Wirtschaft am Laufen, am Leben zu halten. Und von dem her bin ich eigentlich sehr optimistisch, was unseren Spirit hier betrifft. Also finde ich wirklich ein ganz toller Geist, der hier von Seiten der Politik, der Behörden, der Verwaltung herrscht. Und wir erleben hier sehr viel Unterstützung auf allen Seiten.